Einen wunderschönen guten Hallo bei Tomb Raider, jawohl. Wir starten nochmal wieder Tomb Raider. Wir drücken ein neues Spiel und hier sieht man, dass ich das Spiel zuletzt am 7. Oktober 2017 gespielt habe. Fast 4 Jahre her. So, wir stellen ein neues Spiel. Und ja, der schwierigste Schwierigkeitsmodus ist schwer. Es gibt leider keinen schwierigeren, aber hey, damit müssen wir wohl leben. Let's go! Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Da wird man ja gleich angeschrieben. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Ja, oh ja, Kinoqualität. Wer beschwert sich immer von dem Kinoqualität? Fliegt ja dir der Trommelfell weg. In unseren dunkelsten Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht. Ich kann auch nicht leise machen. Auf meine Kopfhörer. Und die mache ich jetzt auch leise. Etwas, das uns antreibt. Eure Kopfhörer auch leise. Zum zweiten Mal. Schön mit dir und damit ist das Spiel schon zu Ende. Vielen Dank, dass du schon wieder dabei bist. Ich bin kaum der Ritter gegen Ende. Ha, just kidding. So, jetzt kann ich wieder lauter machen. Ich habe übrigens Qualität alles auf Ultra und so hoch halt wie geht. So, und jetzt sagen wir Hallo zu den Kannibalen. Denn das Spiel, das geht gleich direkt richtig los mit Aktion. Hallo? Und ganz fest auf. Komm schon, wir haben schon Rettung. Ich wusste, dass sowas passieren würde. Hilf uns hier mal! Jonah! Ich bin hier! Ach, du bist da gewesen, sag ich mal so. Oh, ich kann leiser machen. So, bevor ich wieder die komplette Keule in mein Trommelfell krieg, mach ich es mal wieder ein bisschen leiser. Ey, ich starte das Spiel und werd direkt angeschrien, ey. So. In die Fresse. Square Enix presents. Gestöhne mit Lara. Oh, a production off. Hangunge production. Hangangunge. Crystal Dynamics. Da muss ich zugeben, mich gerade kurz erschrocken. Tja, wir müssen schwingen und zack. Jonah! Reyes! Ich halte das zwar für keine gute Idee. Runter! Ich muss runter! Alter, die Kamera, die macht mich gerade fertig hier. Das wird jetzt wehtun.
Ja, das wird mir tat ein bisschen wehtun. Und das tut auch weh. Ein glatter Durchstecher. Nein, ich muss R drücken. Warum muss ich R drücken und nicht E? Unwahrscheinlich. Warte. Okay, ich kann weder sprinten noch mich ducken. Ich kann einfach nur laufen. Lauf, 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 lauf. Oh Gott. Nein. La 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 la. Was ist das hier? Was ist bloß passiert? Tja. Hoch, falsche Richtung. Also nach über 4 Jahren kenne ich die Steuerung auch nicht mehr. Wo war der Fegel? Huch. Mann, macht doch hier keinen 160, 180 Grad Drehung. Warum denn er? Ich will interagieren mit E. Boy. Als ob ich hier keine Tasteneinstellung machen kann. Ach so. E. So. Jetzt ist der Mikey glücklich, wenn er mit E interagieren kann. E. E halten. Let's burn the city Hütte. Warte mal. Ich mach mal kurz diese hier. Toll, damit imitiert sich das Spiel. Alles wird schwarz. Hallo. Gut, ich weiß nicht, ob die Kamera links Sinn macht, aber das werde ich später. Nein, er muss mich gehört haben. Ja, jetzt ist die Fägel aus. Ah. Alles klar, das weiß ich noch, wie das geht. Gut. So, E gedrückt halten. Und bumm macht es. Moment. Sorry, aber gab es eine Taste mit Ducken? Was ist denn Schulterwechsel? Warte mal. Okay. Ich frag mich, by the way, na gut, der Typ kann jetzt natürlich von oben kommen. Oh, ich spoiler hier die ganze Zeit. Moin! Bam in die Fresse! Ich will dir nur helfen! Na, sieh, du willst mich essen. Ich will dir doch nur helfen! Da willst du ein Stück von der Lage abbeißen. Gut, ich meine, da ist sowieso nicht viel drin, aber hey. Komm
weitergehen, nicht stehen bleiben. Warum qualmt die Fackel eigentlich nicht? Das macht gar keinen Sinn. Halt gut. Was ist das denn für ein Ding? Wieso kann ich... Ich will mit E- und Maustaste interagieren. Hallo. Alter, erschreckt mich halt. Okay, sorry. Stream läuft. Eno. Oh, okay. Da bist du. Ich bin gerade eben erst angefangen. Ich seh's. Ich steck's auch schnell rein, dann komme ich dann dazu. Aber du, dauert noch nicht. Sie hat reinstecken gesagt. Maus 5. Zusammengekommen. Das heißt, du fängst jetzt... Alter, ich muss das Spiel mal leiser machen, ich kann dich ja kaum verstehen. Das heißt, du fängst das Spiel jetzt auch an? Nee, ich habe schon angefangen, neuen Dings. Ich warte einfach, bis du soweit bist und dann... Wie weit bist denn du? Als sie in der Klippe ist und so, gerade ihre Ausrüstung nach dem... Ah ne, warte mal, das war das der andere Teil. Das habe ich aber schon gespielt, was du da hast. Ah, da ist noch ein Grund, neu anzufangen hier. Und parallel, zack, zack. Ich fange natürlich mit Teil 1 an, bevor ich Teil 2 spiele. So, dann lass mal anzünden den Ranz hier. Und dann auf die Fresse! Oh ja, epische Musik. Oh, moin. Hier ist aber keine Landebahn. Links, rechts, gerade, aua, aus, du, ha! Oh, da bin ich vom Weg abgekommen, das ist belastend. Ich spiel's immer noch fucking laut. Warte mal, wir spielen ja eigentlich Shadow, ne? Nein, ich spiel Tomb Raider. Ich spiele den ersten Teil, die definitive Edition. Habe ich das jetzt gerade verändert und vom Richtigen ins Falsche gesteckt? Was? Ich weiß nicht, was du machst. Ich habe die Disc verändert, weil ich... Warte mal, das ist richtig. So, hier ist ein Schiff. Wuhu. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, da kann man viel erleben. Oh, wo kommt der denn her? Ziemlich unwahrscheinlich, dass der hier ist. Und E! Nein! Das war nicht E. Aua. Ob das weh tut?
Bestimmt nicht. Wo, aber mal ganz im Ernst, wo kommt der Typ her? Nein, Maus 5! Hä? Okay, alle guten Dinge sind 3. Es ist halt Nahkampfangriff. Drücke I, um Munition und Bergungsgut von Toten. Und einmal drunter. Hallo Typ. Ja. Maus 5! Auf die Fresse! Lara lässt sich nicht essen. Die ist safe. Oh, ich muss sprengen! Okay, ich bin bereits 10% im Game. Welches Game? Ja, Speicherstand. Oh, da habe ich gerade instinktiv den richtigen Knopf gedrückt. Moin, hallo Welt, ich bin gerade geboren worden. Sieht aus wie Pizza. Was? Das, was du trinkst, sieht aus wie Pizza. Das ist es ja auch. Sieht nicht nur so aus. Schmeckt auch so. Ist auch so. Ja, riech mal. Dein Gesicht ist voll verzogen. Hä? Wie verzogen? Tomb Raider. Das ist der erste Teil. Der 2013 erschien. Das zeige ich dir jetzt immer wieder vor. Alter. Ich weiß, man kann hier nicht drauf, aber ich will trotzdem versuchen. Hallo. Das ist doch... Ja, man muss jede Möglichkeit nutzen. Keine Gelegenheit ungelegen bleiben lassen. Ich will wieder zurück, ich mochte das da unten. Ich finde es so schade, dass es keinen Koop gibt. Es gibt einen Multiplayer. Von dem Game? Ich habe die Möglichkeit, das Multiplayer zu spielen. Also du? Zumindest steht im Hauptmenü Multiplayer. Tut es? Wo sind sie? Ja, das ist der Schlucht, wo mein Baumstumpf liegt. Kann sie da überhaupt runterfallen? Kann ich da irgendwas verkacken? Ich habe es nie so weit betrieben, dass sie es vielleicht das tun könnte. Ich bin einfach nur rübergerannt. Warum lehnst du dich zurück? Los! Ja, ich will gucken, was passiert. Passiert nichts. Wenn ich wieder links und rechts drücke, passiert auch nichts. Guck mal, die Frau, die stellt sich einfach nur an, aber... Das ist man ja gewohnt. Geht das auch ein bisschen schneller, wo kein Schnee liegt, kann auch gelaufen werden. Ja, nicht zurückgucken, die Schlucht und der Baum ist immer noch da. Die hat keiner mitgenommen. Wir haben keine Zeit. Richtig, ich warte. Ja, ein Flickflug. Könnte ich auch gelandet haben. Was ist denn das jetzt eigentlich für ein Storyteil gewesen? Ich bin komplett verwirrt jetzt. Das ist der Anfang. Das war jetzt nicht das mit der Königin, oder? Doch. Doch? Mit der Sonnenkönigin. Ah ja, genau, okay. Yamatau! Oder hier, wie hieß die? Wie hieß er denn? Aruni. Ne, hieß nicht Aruni. Weil ich...
Das ist mit Messias. Ja, genau. Den komischen. Der Arsch. Spring! Ich mag den. Du magst den, warum? Er ist mir sympathisch. Ich finde ihn eigentlich ziemlich arschlochmäßig. Ob das wehtut, aber die Flügel abbrechen? Die Tragfläche. Wenn es auf dem Arm fliegt, der eine Teil ja, der andere Teil nee. Ey, ich meinte, dann hast du halt einen Arm weniger, hast du ja noch den anderen, wa? Richtig. Sams Tasche, wo ein Funkgerät drin ist, welches natürlich nicht funktioniert. Naja, lässt drauf schließen, wenn ihre Tasche da ist und dass sie da gewesen ist. Hört mich irgendjemand? Nein, das ist alles gescriptet, wäre ja schlecht für den Plot, wenn ich jemand hören würde. Guck mal hier. Da ist nix. Ah, ist richtig. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Bleibt dir nichts anderes über, ist gescriptet. Wir haben ja gescriptete Scheiße. Warum machen die Entwickler sowas? Mensch, schlecht. Guck mal hier, hätte ich jetzt einen Bogen, könnte ich jetzt hier Peng Peng machen. Weil das gibt Punkte, die Dinger abzuschießen. Ja. Werden sogar angezeigt. Fahren wir ja rum, jagen ein Reh, fressen das am Lagerfeuer, hey. Und hören uns langweilige Geschichten an, die alle niemanden interessieren. Springst du denn eigentlich die Dings da? Ich überspringe gar nichts. Ja, ist klar, also wenn wir uns eine Stunde gelabern, dann lege ich mich jetzt nochmal schlafen. Ja, gute Nacht. Ja, meine 3000 Fans. Boah, noch gesehen. Klar. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Ja, Lara hat einen epileptischen Anfall. Zittert ein bisschen. Der ist ein bisschen kalt. Wundert mich eigentlich. Weißt du, in Tomb Raider 2 geht die durch Sibirien mit Hotpants und kurzen T-Shirt. Und hier friert die. Bei plus 3 Grad. Ist aber auch nass kalt. Lara ist nicht mehr die Lara, die sie mal war. Da ist sie ja komplett überfordert mit der Situation. Die checkt ja gar nichts. Ja, in den anderen Teilen nicht. In den anderen Teilen ist sie die Bad Bitch. Die Bad Bitch. Bad. Hol ich mir noch was zu essen? Ja. Bring mir was mit. Ich kann aber erst in der Viertelstunde was essen und trinken. Das ist belastend, warum? Weil beim Zahnarzt die da so irgend so ein Zeug drauf gemacht haben, was jetzt eine Stunde drauf bleiben soll. Hier sehen wir die schon weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Warum ist das so sie laut? Sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke.
So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Und du bist Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck lag? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Ach, Sie wollen da Genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Einen schlechten Eindruck. True. Den Whitman mag ich. Ja, Miss Science ist mir sympathisch. Den mag ich. Schade, dass der sterbt. Was? Hey, hör doch immer auf zu spoilern! Das war kein Spoiler. Vielleicht stirbt er auch gar nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Das war ja niemand nur so daher gesagt. Ich einfach rumsitzen. Warum sind die Zwischensequenzen so scheiße laut? Aber so, das Spiel ist jetzt wieder mega leise. Man muss wieder den Kopfhörer lauter drehen. So, was muss ich hier mal die Musiklautstärke noch leiser machen und das hier lauter? Wie ich würde eher sagen, andersrum, du. Ich weiß nicht, oh ich kenne mich nicht mit Technik aus. Was? Okay. Ja, wir das. Ja, mach's einfach. Ja, ist okay. So, was jetzt? Das leiser? Guck mal, Dialoglautstärke. Ja. Wenn du das lauter drehst, ist doch nicht die Zwischensequenz leiser. Und wenn du die Musik so geil findest und die nichts mit der Zwischensequenz zu tun hat, warum willst du die leiser machen? Ja, aber guck mal, jetzt mache ich das leiser und dann höre ich hier kaum was und wenn das gleich wieder in der Zwischensequenz losgeht, werde ich wieder angeschrien. Dann musst du das noch mehr extrematisieren, aber so war es eben falsch rum. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Natürlich! Oh Gott. Oh mein Gott. Hey, der hat Bogen. Scheiß doch auf den Typen, du kennst ihn nicht. Ist ein bisschen eklig. Dankeschön. Oh, ich dachte schon, du schaffst die Rolle nicht. Ich schaff das. Wetten, dass du mit denen abstürzt. Du stürzt mit denen ab. Warum hängt der da eigentlich und wer hat den aufgehangen und den Bogen nicht abgenommen? Muss ich jetzt hier irgendwas machen? Ja, du musst jetzt, wenn der nah an dir dran ist, musst du ihn nach ihm ziehen. Oh, gib her den Scheiß. Aber tu nicht so, als hättest du noch nie einen Toten gesehen. Boah, Alter! Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt. Alter, geht's dir gut? Das Koks bleibt nicht in der Nase. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Ja, ich bin auf jeden Fall super konzentriert. Erstmal was zu essen suchen. Die Rehe werden dir nicht angezeigt. Sollen sie ja auch nicht.
Schuss. Oh. Schuss. 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 Mach doch die Dinger wenigstens auf. Oh. Du lädst sie ja nicht auf. Schuss. At least the first try. Alter. First try. Oh, jetzt schaut das Fleisch raus. Entschuldige dich, du hast schon 3 Millionen Tiere umgebracht und Menschen. Ja, zack, steck ihn rein und dann... Lecker rohes Fleisch. Ein Fähigkeitspunkt. Krake. Ja, das Lager kann warten. Das läuft nicht weg. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Ich will das ja gar nicht lernen. Ich will lernen, jetzt die Dinger im Baum zu suchen, aber... Oh, Hase! Herzhaft. Oh, ich habe ihn getroffen. Oder auch nicht. So, ab ins Lager mit dir. Oh, moin! Ich sammle nur noch ein bisschen Punkte. Dankeschön. Was ist das denn? Oh, da oben? Ist das Lager? Das ist das Lager. Lalalala. Moin. Nein! Meisterjäger Mikey am Start. Zack, Headshot! Alter, wow, 40 Punkte, 40 Dinger. Hasi! Willst du mal einen richtigen Hasen sehen? Oh, moin! Kann ich eigentlich irgendwo sehen, wie viele Dinger es hier gibt? Etwas stimmt mit Hasi nicht. Ich nicht getroffen habe. Ich habe ihn getroffen, aber er lebt noch. Ha, Backflip! Boah, wenn das hier nicht mal eine satte Beute ist, kann man gleich alles essen. Wenn Lara ganz dick und fett läuft, die hier wie Gridlock durch die Gegend.
Wie komme ich hier hoch? Danke, Baum. Okay, das ist das Falsche oben. Naja, ich gehe mal zum Lager zurück. Wir kommen hier später auch nochmal wieder hin. Guck mal, das hätte ich fast übersehen. Gefallen? Was? Bist du vom Stuhl gefallen? Nee. Ja, guck mal, 3 von 10 Toten. Das heißt, es gibt noch 7 Totems hier. Mm-mm, gibt's nicht. Doch. Mm-mm. Jagst du die auch? Mm-mm. Dann weißt du das ja gar nicht. Doch. Das weißt du nicht. Das wissen nur erfahrene Jäger, wie ich einer bin. Ich habe das Spiel schon so oft durchgespielt. Ja, aber wenn du die Totems nicht jagst... Ich suche nicht nach Errungenschaften in dem Spiel. Ich will die Geschichte. Ja, ich will beides. Warum kann ich hier hin? Was gibt es? Ah, es gibt hier noch eine Etage nach oben. Oh, Pfeile. Was ist das denn hier? Das habe ich noch nie gefunden. Geocache. Wer hat das zurückgegeben? Na doch, die Dinger, die habe ich mal gesammelt. So, gibt es noch mehr Totems, noch mehr Sachen hier? Bist du jetzt schon einmal im Lager gewesen? Nö. Eieiei. Gibt es hier eine Wasserfallhöhle? Gar nicht mehr, wie ich zum Lager komme. Moin. Mit. Hey, ich will nicht hier in meinen Punkt investieren, aber ich kann nicht zurück. Tierische Instinkte. Halte die Augen offen, um schwer zu finden Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Sammeln Sie zusätzlich Belohnungen bei Plündern von Tierkadaver-Lebensmitteltruhen. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliches Bergungsgut zu erhalten. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig. Findige Bogenschützen ziehen ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden raus. Ich finde, ich mache hier erstmal was mit Bergungsgut. Bergungsgut ist wichtig. Ja, habe ich auch gemeint als erstes. Dann mache ich es nicht. Wenn du das machst, mache ich das nicht. Ach komm. So, sammeln wir den zu aus Kisten und anderen Quellen. Andere Quelle schließt ja eigentlich auch Tierkadaver mit ein, oder? Fände ich überhaupt unfair, dass ich jetzt meinen Fähigkeitspunkt in Überleben investieren musste. Warte mal, was ist das hier? Überleben? Jäger. Ja, aber Überleben hilft dir. Brauche ich jetzt gar nicht gucken, weil... Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Brüchige auf einer...
einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Nein. Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Ja, es ist meine Schuld. Lara, hör mir zu. Das ist doch eigentlich in jedem Teil. Ja, in den alten Teilen nicht. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Vor allem in dem neuesten. Das ist, Ich muss hier bleiben. Andere Geschichte. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Boah, weiß nicht, Lara ist hier so eine Heulsuse. Oh, was für ein Zufall. Musik aus dem alten Bunker. Hallo? Moin! Genau so würde ich da auch reinlaufen. Das hat den Hasen. Toll. Wow. Der Hase bringt mir 10 Punkte, hallo? Und was kannst du mit den Punkten machen? Ja, das gibt Fähigkeitspunkte, wenn du das Ding voll hast. Ja. Da merkt man, du nimmst das Spiel gar nicht ernst. Doch. Headshot. What? Nö, ich schaff's auch ohne. Oh, ich hab keinen. Peng, 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 peng. Peng, peng. Gut, lassen wir das Reh verletzt laufen. Und gehen hier rein und jetzt geht gleich durch den Zufall die Tür zu. Rabum. So, sag mal, bin ich schon da gewesen, wo du bist? Oh, was für ein Zufall. Hä? Nein. Drücken Sie umschalten. Was ist ein Umschalten? Ist das Shift? Das ist Steuerung. Spekulation zufolge dauert das noch eine halbe Stunde, bis du bei mir bist. Oha. Halbe Stunde ja. Noch. Was sind das für Zeichen? Wenn ich mal mich so ein bisschen Harry uppen, wa? Hm, ich kann noch gucken. Was mache ich bloß? Wer kann gucken? Ich. Was? Ich kann noch mal zugucken. Ja. Oh Gott. Das ist verrückt. Das ist crazy. Crazy Motherfucker. Oh. Gib mir den Scheiß. 100 EP, danke. Diese traditionelle Nomen. Zum Prosit. Prost. Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Koks. Warte mal, wie bin ich denn jetzt dahin gekommen? Moment. Alter. Ja, so. Hier kann man das sehen. Alles klar. Ein bisschen Zoom reinbringen. Was? Das ist ein Insider von der Lehrerin. Die sagt, anstatt Zoom immer Zoom. Ist sie dumm? Ja. Also, als Lehrerin. Ja.
Terran ungeeignet. Kann jemand so sagen. Vom Fach verstehen, ja, aber beibringen, ne? Du musst erst da rein. Das weiß ich. Das ist alles vom Tier, nichts vom Menschen. Ey, wenn du so ein Bein hast, ne, dann wünsch ich dir auch alles Gute. Vor allem, du musst die Tür jetzt eigentlich gar nicht aufmachen. Du kannst einfach nach hinten durchrennen. Aber das Spiel will es so, deswegen mache ich das. Lauf einfach hinten rum. Nein, lass es. Lauf einfach hinten rum. Warum? Lass es, nein! Ja, das Spiel will es so, deswegen mache ich das. Das Spiel, das hat dir das nur vorgeschlagen, weil du es da gerade aufblinken lassen sehen hast. Hm. Das geht jetzt nicht. Was ist das eigentlich für ein Satz? Aufblinken lassen sehen? Das geht jetzt nicht. So, da kommt doch gleich bestimmt wieder ein Jumpscare, oder? Eine Jumpscare. Okay. Ah, hier. Achtung, Hund. Wuff, wuff. Da steht er. Ich kann Chinesisch. Bin ich Meister drin. Hm. Ich bin der japanische Chinesenmeister. Ich gehe mit gezücktem Bogen ohne Pfeil vor. Habt Angst vor mir. Sam? Alter, warum läuft sie so komisch? Hör doch auf. Hör doch auf. Ja. Wir haben ein Feuer. Such den Raum. Wir sind unterwegs. Jetzt kommt doch gleich Dr. Whitman, oder? Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Ja, hallo, Miss Fires, du bist mir sympathisch. Okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte sie nicht. Ich mag den nicht. Ich liebe ihn, ich will ihn heiraten. Wir haben mit ihrer Crew gesprochen. Sie Wenn ich zwischen Lara, Sam und Miss Fires wählen würde, würde ich Miss Fires nehmen. Mein Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Miss Fires. Oder auch Matthias. Ich bin übrigens Matthias. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Jetzt schläft Lara ein und Plot Twist, alle sind weg. Genau. Hört doch mal. Du kennst das doch schon. Naja, ob sie es glauben oder nicht. Ja, ist mir egal, ob ich es kenne. Die anderen doch. Aber bei den anderen gehe ich davon aus, dass sie mein altes Let's Play schon gesehen haben und das Spiel kennen. Weil ich habe das Spiel ja auch schon mal durch. Geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Nur einmal? Mhm. Pathetic. Dafür habe ich Tomb Raider 2 bestimmt 10 oder 20 Mal durchgespielt. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern. So PlayStation 1. Ne, die 2 war PS2, glaube ich. 1 oder 2, keine Ahnung. Naja, zum Posi. Röstelchen. Ja, bei dieser langweiligen Geschichte würde ich auch einschlafen. Bin ich ganz bei dir. Schlafen wir zusammen ein. So. Und jetzt kommen gleich die bösen Wölfe. Ha! Und du hast keine Pfeile. Ja, das weil du alles verballert hast. Aber ich bin mir sicher, man findet gleich irgendwo Pfeile oder man hat, weil der Plot ist so wild, plötzlich Pfeile dabei. Aber ich meine, wie willst du das jetzt machen ohne Pfeile? Das werden wir gleich sehen. Und zack, da ist er. Aus dem, he came out of nowhere. Alter. So. Her, ihr kleinen süßen Hundis. Huch, da siehst du, da kam der nächste out of nowhere. Los, kommt her. Moin. In die Fresse. Ich hab extra so lange gewartet.
immer wissen, was passiert, wenn er mich erwischt. Komm mal her, oh, ich hab dich getroffen. Oh, wie kann ich denn da nicht treffen? Oh, wie kann ich denn da? Oh, eieiei, das darf auch niemand sehen. Wie kann ich denn da daneben schießen? Alter. So. Das war jetzt nicht so spektakulär. Da waren wir jetzt mal ernst. Mal sehen, wenn er hier gleich wieder rauskommt und vorbeigeht, ob ich ihn in den Arsch schießen kann. Richtig rein da! Oh Lord, kann ich tatsächlich. Warum springen die? Guck mal, warum dauert das so lange, bis der mich hat? Was macht das denn Sinn? Ich brauche hier keine Zeit, Ruby. Ich spiele auch schwer. Ich finde es schade. Mau rein, dass es keinen schwierigeren Modus gibt als schwer. Jetzt kommt er doch von hier bestimmt, oder? War auch ein bisschen langweilig. Guck mal, drei Wölfe und schon ist alles vorbei. Könnten jetzt auch vier gewesen sein. Als ob das funktioniert. Alles gut, mein kleiner Vogel. Man kann auch in der L kein Schloss mit einer Pistole aufschießen. Sie war bei dir. Die Kugel prallt entweder ab oder geht durch, aber das Schloss bleibt trotzdem zu. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ja, gut, mit einer Pistole prallt die Kugel ab. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Rob? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Rob. Ja, genau, teilt euch auf, ist immer eine gute Idee. Ich gehe mit. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Ich hab, wie sich das angehört hat. Das fällt mir wieder also ein. Zu Roth. Wir werden Sam und das Reis. Knacken. Aua. Ist okay? Ja, ich muss mich nochmal kurz ausruhen. Ja. Was? Ja, was ist dein Problem? Ich seh mich mal um. Okay. Ah, nimm's alles gut. Nicht so schlimm. Hi, hier ist Dings, Bergungsgut. Da brauche ich Feu Feu. Danke. Stabil genug. Wo auch immer ich eine Fackel habe. Dankeschön. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind. Hey! Gesundheit! Die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land. Aber Mikey, ich finde toll an dem Spiel. Das habe ich nämlich, als ich es gespielt habe, mir ist mir aufgefallen, dass man nicht selbst vorlesen muss. Ich wollte es gerade sagen. Sie lest deine Gedanken. Und geriet in Vergessenheit. Noch bevor du überhaupt denkst. Mhm. Aber bedeutet das nicht im Endeffekt, dass du meine liest? Naja, du hast es ausgesprochen, was ich gedacht habe und später aussprechen wollte. Wir passen so gut zusammen. Was? Mikey. Das gar nicht gut. Ah, hier ist ein Geocache. Zahlen. Irgendwelche Kurven. Geocache. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Lass doch die Hasen in Frieden. Die geben Punkte. So, du triffst sie nicht.
Ich weiß, dass... Hä? Ich weiß, dass unter der Brücke was liegt. Hallo, toter Mann. Gib mal her, was du da hast. Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Fleisch. Nein, 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 nein. Gut, passt. Moin, wie geht's? Du siehst genauso aus, wie der Typ da am Baum hing. Ah, hier ist auch noch was. Gib mal her. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Boah. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Prost. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Warum liegen diese ganzen Memos eigentlich hier rum in so richtig alten Schriftstücken? Das macht keinen Sinn. So, hier hängen da auch Totems. Warte mal, hängt unter der Brücke nicht noch eins? Okay, da habe ich mich geirrt, aber hier ist wieder Bergiala. Wer bist du denn? Alter, erschreckt mich halt. Was war das denn? Dass man hier nicht sprinten kann. Das ist schon echt belastend, ne? Hallo Wolf. Moin Wolf. Aua. Kann ich nicht Nahkampfangriff? Der Wolf nicht. Mal sehen, was bringt denn so ein Wolf? Was? So ein Wolf bringt nur 20? Und so ein Reh bringt 50? Oh, da hätte es doch mal Berge gut. Aua. Loot für die Welt, Loot für die Welt. Pfeile sind voll, habe ich das gerade richtig gesehen. Dann muss ja noch mehr daneben schießen. Noch ein Schrein. Warum noch ein Schrein? Du hast doch noch einen gefunden. Mei, schaffst du es noch? Oh. Kann man die Schreine nicht anzünden? Whitman ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Na dann.
Oh, da ist nochmal Bergung ist gut. Bergung ist gut, Bergung ist gut. Die Brücke war nicht. Ich wusste, dass das Ding unter irgendeiner Brücke hängt. Ausweichmanöver. Von wem ausweichen? Moin! In die Fresse! Aufs Maul! Toastek! Wenn ich gerade deinen Freund ausnehme. Das Wölfe nur 20 EP geben. Das ist. Das heißt, jetzt gibt es ja keine Wölfe mehr, das ist auch schon ziemlich lame. War ich hier schon? Ach, hier komme ich hier, alles klar. Ich glaube, ich muss noch ein... Ha? Hast du deine Dings schon verstärkt? Deine Axt? Deine... Nein, kann ich nicht. Mach's einfach mal. Ja, mach ich gleich. Ich suche noch ein Reh. Ah, Bergungsgut. La 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 la. Kann ich nicht. Da musst du erst hochlaufen und dann wieder runter. Lara Croft, eine Archäologin von der Endurance. Ich dachte, man könnte es halt schon vorher machen, aber nicht. Nein, jetzt habe ich Laras Tagebuch. Ah, ja, egal. Kann man in diesen Teil Klamotten wechseln, mal so. Bei Shadow of the Tomb Raider kannst du ja Klamotten wechseln, da gibt es ein Easter Egg, da kannst du Lara so anziehen, wie sie in den alten Tomb Raider Teilen rumläuft, so diese 2D... Diese Pixel. Ja, genau. Diese Pixel. Kacke. Finde ich voll geil. Ich weiß nicht, ich würde das nicht so feiern, mit der so rumzulaufen. Ich feiere das mega. Das ist... Hallo, das ist Nostalgie. Ja. Ja. Hoch mit dir jetzt! Das Einzige, was ich vermisse, ist die Musik. Die alte. Hm. Ah, hier ist ein Lagerfeufeu. Da ist ein Lagerfeufeu? Hm. Lol, und ich bin zurückgelaufen. Bin ich blind? Tja, ist natürlich belastend. Oh Mann, wenn man das Spiel schon zu gut. Dings, dass man das einfach übersieht. Ich hab das Spiel schon so oft durchgespielt. Ich bin zurückgerannt halt. Weil da ist ja noch eine Truhe und ich bin mir sicher, du läufst sowieso zurück, um die Truhe zu holen. Ich sagen. Ja, ja, ist klar. Dass ich das immer vor dir sage, ist jetzt schon... Na, hoffentlich werden wir noch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Kann ja sein, dass du es nur so sagst. Aber ist gar nicht so wahr. Hier fehlt der Griff. Jetzt macht's zusammen. Knack und das Ding ist kaputt. Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Ja, guck deine eigenen Zeichnungen noch nicht so an. Die hast du doch selber darauf gemalt. Die Axt wieder hinkriegt. Verstärkt. Ja, das ging jetzt ein bisschen schneller. Ja. So.
Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr Munition transportieren. Sind Sie konzentriert? Haben Sie mehr Zeit? Ach, ich brauche keine Zeit, ich nehme den Kram hier. Samt Munition, so die Sie für Waffen tragen kann. Ja, Munition, je mehr man tragen kann, desto besser ist das. So. Oh, Waffenmodifizierung verfügbar. Boah, das Bergungsgut da eben auch schon. Weiß ich nicht. 27 Files habe ich. Hey, halt die Schnauze. Aua. Wo ist er hin? Hier wäre ich fast vorbeigerannt. Hast du den gefunden? Diese Maske wurde im ich suche da nicht so nach. Ich glaube, sie stellt einen Dämon dar. Einen Oni. Ich mag die Onis. Ein Preisschild? Dann ist das wohl eine Replik. Ah nee, wie kommst du denn jetzt da drauf? Ah, lass mal kurz gucken. Ah, guck mal, ja, Lager haben wir 3 von 3. Reliquien, 3 von 3. Ich habe aber noch keine Schatzkarte gefunden. Guck mal, schon 29 Pfeile. Oh, 30 Pfeile kann ich jetzt tragen. Na. Ja. Wie ist denn das so mit PC zu spielen? Weiß ich nicht, wie ist denn das nicht mit dem PC zu spielen? Ich steck den Controller an und spiel mit Controller. Ja, und hier steckst du die Maus und Tastatur, dann spielst du Maus und Tastatur. Ja, wow. Hey, wo geht's denn jetzt nochmal hoch? Oh. Ach, hier. Wo ist halt die Bärenfalle hin? Die ist im Matsch versunken. Hören wir mal auf den Kabels hier. Ausrüstung. Hä? Aha, so geht das. Versteckte Wurfarme ermöglichen mehr Zug und verursachen dadurch mehr Schaden. Gewickelte Sehne, meine Sehne, Bruder. Gewickelte Sehne, die eine höhere Schussfrequenz ermöglichen. Ah, Schaden. Ey, Bruder, du hast doch einen Schaden. Gut. Machen wir weiter. Oh, die kann ich auch noch ausnehmen. Alles klar? Soll's losgehen? Jo. Kann losgehen, Doktor. Das machst du mit Absicht. Ich wollte nur gucken, was passiert. Vor allem durch das Delay, das wegen des Streams kann ich ja eigentlich... Oh mein Gott, ich höre mich doppelt, Alter. Ich kann gerade nicht denken. Also...
Ich mag mich gerne selber hören. Ja, aber nicht, wenn ich nachdenken muss beim Reden. Das ist nicht so. Man sollte ja im Allgemeinen vorher nachdenken, bevor man spricht. Nee. Was ich sagen wollte, war, dass als ich gesagt habe, was machst du mit Absicht, da ist das Tor noch gar nicht runtergefallen. Da hast du nur lange gedrückt, gedauert, haben, warten, tun. Mhm. Genau das habe ich. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Diese Insel ist historisch sicher bedeutsam. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Unglaublich. Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie denn? Der ist so gottverdammt dumm. Nein! Nein! Bitte! Hau ab! Der arbeitet doch mit denen zusammen. Tu, was sie sagen. Wobei ich mir am Anfang gar nicht sicher bin, ob er das wirklich macht. Weil ich glaube, er schließt sich den einfach nur irgendwann, wenn er merkt, so irgendwie. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Hilfe! Lara! Es muss was hochreit, Maschi! Tut ihm nichts! Bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Nein! Окружите! Окружите! Aua. Warum schießt er denn nicht? Das macht keinen Sinn. Weil er sie noch vergewaltigen möchte. Das kann auch, wenn sie tot ist. Was? Ich glaube, das ist aber nicht so geil. Also, ist allgemein richtig eklig, aber... Sprichst du aus Erfahrung? Nein, what the fuck? Warum macht Lara das, wenn ich rechte Maustaste drücke? Weil sie sich frei machen möchte. Oh. Also die Alter. Sprechen Sie, alles klar. Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, du gehst jetzt an mir vorbei und ich geh hinter dir lang. Wie sieht's aus? Ich bin hier, weiter. Oh Gott. Los, lauf. Hey, einer sitzt in der Falle. Ich bin ganz unauffällig. Nicht laut. Moin! Die laufen auch blind durch die Gegend. Was siehst du? Nichts. Ja, du meinst, спрячешься, Kukla. Warum gehst du nicht weiter? Klaut wer? Nein! Das war der falsche Kampf. Was passiert denn, wenn ich gar nichts drücke? Dann wird genau das auch, ne? Also ich hab ja was gedrückt. Hätte sein können, dass was anderes passiert. Ja,
Ich muss ja Maus 5 drücken und zack. Delicious. Ach ja. Und jetzt heult sie rum, weil sie einen Menschen getötet hat. Starkes Handgelenk. Was kriegt sie jetzt, den völligen Anfall? Mit einer leeren Waffe auf jemanden zielen bringt es auch. In dem Teil ist Lara voll die Heulsuse, weiß ich. Das mag ich nicht in diesem Teil. Auch später noch im Late Game. Da kommt erst noch eine richtig epische Szene, wo sie aus dem brennenden Meer aufsteigt. Ist das in diesem Teil oder verwechselt ihr das? Auf jeden Fall, da kriegt sie auch voll den Anfall. Das ist alles meine Schuld. Oh. Ich finde, das hätten sie besser machen müssen. So. Hey, halbautomatische Knifte. Ohne. Wo auch immer sie den Bogen. Hä? Die hat ja gerade den Bogen aufgehebt. Oh. Aufgehebt. Wo auch immer sie sich den hinsteckt, den Bogen. Der wächst aus ihrem Rücken. Hm. Oh, das. War falsch. Da ist sie. Oh. Man ist also instant tot, wenn man gesehen wird. Alles klar. Peng, peng. Warum kann ich hier hin? Warum kann ich hier hin? Oder ist das für später gedacht, weil wir hier, glaube ich, nochmal wieder zurückkommen? Ja, das macht doch keinen Sinn, warum man hier hin können kann, hätte tun sein werden. Vielleicht stand auch mit einer leeren Waffe durch die Gegend, oder? Hä? Hast du Munition? Negativ. Siehst du? Aber jetzt finde ich Munition. Oh, wie durch einen Zufall, da liegt ein Magazin. Und zufälligerweise passt es genau für diese Waffe. Da ist noch eine. Die ist dahinter. Was für Zufälle es gibt. Wisst ihr das? Mann, wackel doch nicht so! Meine Güte! Du hast wirklich jede... Jetzt! Alter... Maiki! Spielst du wirklich mit Tastatur und Maus? Ja. Wenn die so rumwackelt... Alter, da bin ich mit dem Controller besser. Ja, wahrscheinlich auch ein Aimbot. Mann, dass man so klar nicht wechseln kann. Kann man so wechseln? Kann man. Alter, ich hab mich, muss weggucken. Was soll das denn heißen? Das kann man nicht mit ansehen, soll das heißen. Oh, jetzt siehst du traurig aus. Verwirrt.
Maustaste 5, was ist denn das eigentlich für eine Taste? Ich bin gerade irgendwie... Maus 5. Ist das das Mausrad? Nein. Also das eingedeutete Mausrad? Nein. Ich habe eine Maus mit 5 Tasten. Ja, ich habe auch eine Maus, die hat aber 1, 2, 3, 4, 5 und dann noch das Mausrad zum Eindrücken. Und dann noch die eigentlichen Tasten. Oh, warum? Einen Lachs. Mensch. Gut. Gehen wir irgendwas von Bedeutung. Lara, bist du da? Nein, bin ich nicht. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh, hier brennt ein bisschen was, aber nicht der Rede wert. Ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen... Ich finde die Stelle da eben, die war richtig irgendwie richtig schlecht geschnitten. Was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Oh Gott. Es sind doch nur 3 Häuser, die brennen. Es geht ja noch. Von das hier, von dem Loading Gate. Jetzt ist der Leichenhaufen komplett. So. Boah, ich muss mal schauen. Sieht fast aus, als ob du bald bei mir wärst. Nee, wo, nein, das dauert noch. Warum schreist du denn immer so? Ja, mit deiner nein, grellen Stimme. Nein, das dauert doch. Ich habe keine grelle Stimme und ich schreie auch gar nicht. Ah, ein Geokache. Danke. Nein, ich bin immer noch in den Chat. Tu ich das? Mit Wolfenstadt schon durch, ja, da Sigi. Okay, ich habe ganz viele Sachen überlesen. Naja. Ah, Wolfenstadt habe ich doch easy peasy durch. Endboss habe ich auch in einen Versuch geklatscht. Dominik, hast du gesehen, wie Mikey den Endboss von Wolfenstein gedingst hat? Nein, hat er nicht, sonst wird er ja nicht fragen, ob ich mit Wolfenstein schon durch bin. Ja, aber hätte ja sein können, dass er es nochmal nachfragen wollte. Huch, wo geht's denn jetzt hin? Du hast ja gar kein Wasser, Feuer. Gar kein Feu. Aber hey, ich hab eine Geheimkarte. Oder was auch immer das ist. Schatzkarte. Ah, man braucht hier für die Feuerpfeile, aber die habe ich noch nicht. Aber egal. Scheiß auf Deckungsgut. Wird alles angezeigt. Das ist natürlich kombinieren. Warte mal. Wegpunkt setzen. Nein. Warte mal, ich bin da. So, Wegpunkt setzen. Okay, das ist da oben. Das ist noch weiter oben.
Das ist noch weiter weg. Da komme ich, glaube ich, am ehesten ran, wenn es da hinten ist, wo ich denke, dass es da ist. Gut, dann lasse ich den mal markiert. Moin! Ernsthaft. Das ist nicht der, den ich mir markiert habe. Huch! 20. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, Sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen. Denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. So, weiter geht's. Jo. Oh, aber ja. Mann! Ja! Okay, das Geocache ist oben. Der, die das. Warum der, die ist, das. Warum ist hier eigentlich Feuer drin? Feu, nein! Runter! So! Gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Das alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Gut, meistern. Ausrüstung, da brauche ich gar nicht reingucken. Weiter geht's. Meisterschütze. Oh, guck mal, ich krieg die. Ach ne. Hier ist es. Gut. Dann hätte ich das. Dafür musst du bestimmt wieder runtergehen, so wie es aussieht. Da drüben. Mal gucken, erstmal nach oben gehen.
Ich glaube nicht, dass man dafür da runter muss wieder. Aber guck mal auf die Karte, das ist so abgegrenzt von dem anderen Zeug. Ich weiß, aber ich glaube nicht, dass wir da auf. Man kam ja nirgendwo hin. Nur da. Ist sie abgestürzt? Nein, das glaube ich. Verstärkung! Aua! Meisterschütze am Start hier. Okay, das ist vielleicht nicht so clever, aber den einen Typen da umzuschießen. Jo, als ob ich ihn runterschubsen kann. Mann! Ja. Lalalalalala. Oh. Mann! Mikey!
Nein, fall nicht runter. Fall nicht runter. Nicht runterfallen! Alter, wenn du runterfällst, ne? Wow. Wer sieht mich denn da jetzt? Okay. Du Vollidiot. Ja komm, kriegst doch einen Pfeil in die Fresse. Sind voll die Pyromanier, die brennen alles nieder. Dankeschön. So, siehst du, nix ist mir wieder runter. In der Tat. Ich habe mich vermacht. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Ja, folge mal. So, mal gucken, wo das nächste ist. Wo muss ich hin? Mit Sicherheit nicht hier runter. Moin! Da wurde gerade gespeichert. Ein Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Ja. So, jetzt fehlt nur noch eine Reliquie und diese haben wir hier. Und zwar... Danke, Merkel. Und zwar der. Komm ich da hin? Wow. Warum den kurzen Weg nehmen, wenn es auch den langen gibt? Samurai haben damit in der Schlacht ihren Soldaten Befehle erteilt. Ziemlich stabil. Vermutlich aus gebeizter Zypresse. Na dann. Auf die Zypresse! So, kurzer Bestand. 1 von 1, 2 von 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Pyromanien haben wir noch nicht. Die werden noch nie angezeigt. Warte mal, Feuer? Gibt's hier Feuer? Hey, oh! Hast du ein bisschen Feuer? Hey, pst, hast du mal Feuer? Ich muss mal eben meine durchziehen. Erstmal durchziehen. Da spricht der erfahrene Raucher. Warum kann ich hier hin? Also erstmal deswegen und dann deswegen. Scheiße, ich habe überhaupt nicht auf Laternen geachtet. Das ist belastend. Da hinten. Nice! Ich habe alles. Nur noch mal ein bisschen Feuer. Gut, das Gute ist, jetzt kann ich hier einfach straight durch und brauche nicht mehr alles durchsuchen. Dankeschön.
Dankeschön. Oh, beim nächsten Lager könnten wir nochmal wieder was verbessern. Warum genau kann ich hier runter? Warum genau kann ich hier hin? Also ich gehe auf jeden Fall straight durch, das merkst du, ne? Man, diese Grund geben, warum man... ich kann wieder zurück. Da sind wir vorhin rein. Okay, keine Ahnung. Das ist vielleicht für später. Ich weiß nicht, ob man dieses Biom nochmal wieder reinkommt. In dieses Gebiet. Biom. Das hätte ich fast vergessen. Ja, bei Bio bin ich ein bisschen Minecraft geschädigt. Warte mal, wenn man springt, geht man, glaube ich, bewegt man sich schneller vorwärts. Vor allen Dingen Treppen hoch. Hoch! Ich schaff das. Ja, genau. Schaffe ich auch. Ja, jeden Tag. Mein täglicher Weg zur Arbeit. Hätte ich nicht anders erwartet. Das passiert. ja. Ja, ne? Tschüss, Tomb Raider. Gutes Spiel. Gut, aber ich werde dann auch den Punkt nutzen und den Stream beenden. Freitagabend werde ich sicherlich zu deinem Punkt kommen, wo du bist. Aber jetzt werde ich Tomb Raider nicht mehr schaden. Hast du auch Bock auf eine Runde Regenbogen? Ja. Den Modus, den finde ich halt ziemlich geil. Ich habe vergessen, wie der heißt. Dann lass ich den Stream laufen. Aber kein Lipse. Richtig. Wollte ich gerade sagen, das war ein Test. Ich wollte dich testen und du das auch noch weißt. Ey, wir haben gerade Hunger auf Currywurst, Pommes. Ich weiß nicht warum. Oh ja, da hätte ich jetzt auch richtig Bock drauf. Aber ich habe keinen Bock. Wobei eigentlich nur Pommes, keine Currywurst. Ah, zu einer Pommes gehört auch eine Currywurst. Nee, irgendwie meine ich nicht so. Mikey, was kann man bei dir oben da im Norden so machen? Was? Außer Fahrrad fahren und am Strand liegen. Auto fahren. Warte mal. Weiß ich doch nicht, was man hier machen kann. Du lebst doch da seit Anbeginn der Zeit. Ja. Ja. Da weißt du doch auch, was man da machen kann. Ein Kollege von mir hatte mal Besuch gehabt von jemandem, der kam, ich glaube aus Polen, der fragte, gibt es hier bei euch irgendeine Sehenswürdigkeit im Dorf? Da sagte der, geh einmal um die Kirche, dann hast du alles gesehen. Oh mein Gott. Das ist aber relatable. Dann habe ich jetzt die PlayStation andauernd umsonst laufen lassen. Na, so. Ne, ich lasse sie noch an, dann kann der Controller wieder laden. So. Alter, ich liebe diese Musik hier im Gesundheitshinweis. Ich glaube, ich habe den komplett aus. Keine Ahnung, was man hier machen kann. Was kann man denn dann machen? Hm? Ja, weiß ich nicht. Nichts. Hier ist das langweilig. Was will ich dann da oben? Weiß ich doch nicht. Was willst du denn hier? Alter, weiß bist du gerade vom Stuhl gefallen? Nee. Ich knipse den Kuli. Okay.
Was ist denn hier Ubisoft Services Temporary? Ich bin schon drin. Ja, das weiß ich. Das bin ich ja auch. Warum schreist du mich ja nicht so an? Ich schrei dich nicht an. Mach mich einfach leiser. Ich rede ganz normal. Sonst muss ich ja dauernd so leise flüstern. So, let's go. Ach ja, ich muss ja starten. Ach, du bist ja ich gerade bin gerade rausgetippt. Sekunde. You are the worst. Ah, wieder verklickt. Mies. Warte mal, ich hab... Ich hab alle Herausforderungen fertig. Jupp. Oh nein, ich hab wieder neue. Ich muss nur noch im Übungsplatz als Sledge, Setcher, Smoke und Unmute. Dann habe ich alles fertig. Echt? Zerstört als Angreifer Geräte der Verteidiger. Mein Beitrag sind 3. Yay. Dein Beitrag ist 3, mein Beitrag 41. Ah, doch so wenig. Ja. Irgendwie habe ich die Standardaufgaben vom Hauptmenü noch nicht. Kampf, weißt du was? Ich nehme mal hier die Boss G. Ich habe noch nie mit der Boss G gespielt. Warum spielst du überhaupt Doggy? Weiß ich nicht, weil der Operator einfach nervig ist. Alles klar. Warte mal. Dann Jekyll? Jekyll hab ich ja. Ach du Scheiße, ich sah alles nass. Was? Wie ist das denn passiert? Ew, das ist mein Ärmel nass. Was? Oh, nasser Ärmelbar. Ich hoffe, der rutscht beim Händewaschen die Ärmel runter. Das ist das Böseste, was du wünschen kannst. Okay, im Gegnerteam ist einer Kupfer 1, alle anderen sind unranked. Also alles Nubbles. Dass wir mit dem zusammen gecute werden, hat schon was zu bedeuten, ne? Guck mal, und der obere hat eine KD von 0-1. Bei uns im Team, also. Bei mir ist das eine 0-3. Bei mir ist das eine 0-9. Überspring doch die Scheiße. Oh, stand in our way. Alter, das bringt doch. Na, dann niente, null. Komm, wir gehen zusammen. Wir gehen zusammen, wir fallen zusammen. Ich bin schon fast drinne. Nee, hier geht's. Geh da nicht rein, das ist doof. Oder warte mal, ich mach mal den hier. Ah, von unten, von dem Stairs ist einer. Und da sind zwei in dem Raum links. Im Grunde genommen. Ja, Start überbrücken. Was machst denn du? Hörst du den Container? Nö. Hier höre ich ihn allerdings. Wow. Da liegt doch der Legion, der bewegt sich doch, oder? Der ist tot. Warum hat er sich bewegt? Als ob der Typ da den nicht geholt hat. Ja, einfach aufgehört zu schießen. Der hat keinen. Der hat Recall. Aber ich meine, den Behälter, den hört da über die ganze Map.
Oh, hey. Als ob er das geholt hat. Sind wir doch froh drüber. Boah, ich nehme Frost, du nimmst Oryx, und dann... Oder wir noch einmal den spazieren wieder durch die Gegend. Kann auch Horden nehmen anstatt Oryx, das ist auch cool. Ist ja egal, wie du nimmst. Ja, gut. Nimm Horden. Frost. Ich nehme auch das Schild mit. Mann, warum ist denn das hier andauernd? So eklig und kalt. Ist das die Flasche, die hier ausläuft? Würde ja das einzige sein, was Sinn ergibt. Kalt. Gut. So, nehmen wir das Ding und ab geht's. Gut, ich folge dir. Warte, lass mal hier ein Ding hin. Ja, du bleibst nicht hier. Warte, ich höre hier noch was. Na, lass mal wohin gehen. Ich wollte gerade mal raus. Aber es ist doof. Ja, lass mal wohin gehen. Dann mal hier drüben hin. Wir haben den Container verlegt. Die Pflanze muss weg von hier. Wenn du... Na, alles gut. Nimm das Ding doch nicht. Nein, mach mal dein Schild hier hin. Warte. Achtet auf die Pflanze. Mach mal dein Schild dahin. Bin dabei. Dann darf ich da. Bin dabei. Warum macht der ein Loch? Bitte weg. Der Feind hat einen Alarmraum aktiviert. Wir kommen uns mal da eingesetzt. Pass auf, so. Malik. An der Tür da vielleicht. Ja, lass ihn kommen. Ja, ich höre den Behälter nicht mehr. Ich auch nicht. C4 angebracht. Es sind noch drei Leute. Guck mal, ich habe noch drei Fallen. Theoretisch, wenn jetzt einer von da kommt, einer von da kommt und einer von hier, laufen sie alle in meine Falle. Hm. Ich bleib einfach hier sitzen. Ich auch. Ich habe einen schönen Spot. Ob die wissen, dass der Behälter hier ist? Ich glaube mittlerweile schon. Sekunden. Ich lade nach. 10 Sekunden bleiben noch. Noch 5 Sekunden. Ich glaube nicht, dass die wussten, dass der hier kommt. Moin. Am Ende kam einer rein. Mhm. Lol. Ich glaube, die Falle, die nicht getrappt hat. Trappt die Falle nicht mehr, wenn die Runde vorbei ist? Weiß nicht. Also ich habe gehört, wie die Falle zugeschlagen ist, aber irgendwie lief er trotzdem rum, oder sind da zwei gewesen? Hm. So. Fuck, der ist doch... Kann man ja Amaro spielen? Nee, schade. Hm. Weißt du, was richtig scheiße ist? Negativ, weiß ich nicht. Ich habe morgen und übermorgen Präsenzunterrichtsschule und muss um 6 Uhr aufstehen.
So spät erst aufstehen. Wenn du um 6 aufstehst. Es ist 3 Stunden vor meiner Aufstehzeit. Du läufst gerade auf der Stelle. Ja, ich merk's. Ich lade doch unendlich nach. Ah, morgen. Hallo. Sie wollen die Pflanze vor uns verbergen. Au! Bam, bam. Ein, du bist so. Oh, wir haben irgendwo ein Majestro-Ding. Ihr habt den Container gefunden. Wieso kann der Majestro mich sehen? Leute, ich hab ein böses Auge zerstört, indem ich einfach random hier reingeballert hab. Prefeuert um die Ecke. Pass auf, der prefeuert. Ich hab das gemacht. Geh rein in den Raum und hol den Behälter. Oh, warte mal. Aua. Mach. Hol den Behälter. Der springt doch nicht. Und ob. Ich hör's. Aber mehr brauchen wir nicht. Sehr schön. Leute, das war schon der Sieg. Das ging schnell. Hey, wir haben den Behälter. Hey. Na, guck mal, ich habe überhaupt nichts gemacht in diesem Game. Ich auch nicht wirklich. Raus und next. Next round. Martin. Warum ist denn das hier so, Mann? Was machst du da? Die Schokoladentafel ist nicht genau gerade an der Kante abgebrochen, sondern so ein Stückchen noch dran. Ja, jetzt muss sie wegschmeißen. Ich muss sie essen. Aber ich esse jetzt nicht, weil dann gibt's Armbrot. Tja. Armbrot, wer ist denn Armbrot? Du hast kein Armbrot. Nee. Was soll ich denn damit? Wann isst denn du dein letztes Essen denn für den Tag dann? Kommt doch an, Montag esse ich abends um 20 Uhr das letzte Essen. Dienstag und Mittwoch so zwischen 13 und 14 Uhr, Donnerstag und Freitag so gegen 20 Uhr. Das ist extrem uneben. Mhm. Ist halt nach meinen Arbeitszeiten angepasst, wa? Immer nach Feierabend wird erstmal noch richtig reingehauen. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie du dich zum Arbeiten noch bemühen kannst, weil. Wieso? Also. Ich brauche mich zum Arbeiten bemühen. Ja, macht dir super Spaß, ne? Ja. Ja. Das ist so. Ich hoffe, ich finde auch irgendwann eine Arbeit, die Spaß macht. Der General denkt, er wüsste, was das Beste ist. Aber man kann den Menschen ihre eigene Erlösung nicht anvertrauen. Wir sind die Herolde einer heilenden Welt. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass das einmal von dem Mann und einmal von der Frau eingesprochen ist? Der Feind. Stimmt. Warum habe ich denn die Schrotze in der Hand? Das ist so dumm, dass das nicht speichert. Maggie, unarm mit uns. Maggie. Ja, wo bist du? Bei dir. Warte mal, in welchen Raum gehen wir's? Ja, wir es? Ja, den, Moment. Wo wir vorhin auch waren. Sie haben okay. Einen Alarmraum aktiviert. Vorsicht, die laufen unten schon irgendwo rum. Der
machst das Schild da hinten an die Tür, ich mach mein Schild hier. Ja, aber die haben hier schon Alarmraum gesetzt. Ja, das ist doch egal. Kannst du da oben draufsetzen, mach's mal. Container ist auf dem Boden. Räuch langsam. Leise. Leise ist mein zweiter Nachname. Ich dachte, wir kommen ins Mathe ein. In der Ecke werde ich mich nicht hinsetzen. Warum denn? Ja, weil da kannst du von dir geholt werden. Nur noch okay. Wir zwei. Na gut, gegen drei, ne? Gegnerischer Alarmraum aktiviert. Bist du gerade da rausgelaufen? Nein, ich sitze hier am Schild. Ich glaube, das Ding wird lauter, wenn Leute kommen. Bei mir ist was. Mhm. Er ist aber vorbeigelaufen. Cool. Der Feind hat einen Alarmraum aktiviert. Oha, die haben irgendwas mit Schild. Bei dir scheint Rambade zu sein. Wir haben einen Container entdeckt. Mach einfach ein Schilling. Einfach ruhig. Nur noch 10 Sekunden. Alles geschafft. Nur noch ein Gegner. Ist alles gut. Nee. Siehste? Hat funktioniert. Gut, jetzt machen die das aber wahrscheinlich auch. Rabum. Egal, dann wissen wir ja wenigstens, wo sie sind. Haha. Wo spawnst du? Das ist Eutschiat. So. Du machst Knack. Mach ich. Kritlock. Oh, ich hätte eben mal schauen sollen, was ich da für Challenges habe. Mensch. Ja, ich habe nur noch Übungsblatt-Challenge. Wusstest du, dass wir das Haustier und den Hausarzt in unserem Team haben? Nö. Stimmt, da jetzt wo du das sagst. Guck mal, diese Runde läuft bei mir schon besser als die letzte Runde. Ja. Ich werde ihn wieder oben. Hm. Aus den Augen, aus dem Sinn. So. Ein Kapkan? Maverick ist dumm. Nimm nur jede Capcom-Trap mit. Ja. Hell eingesetzt. Okay. Was ist denn hier unten? Träger ist tot, Pflanze befreit. Ihr habt den Container gefunden. Ein Hüter zwischen uns und der... Wo war der? Da war er. Alles gut. Nice und präziser Schuss. Kamen dir da auch gerade Schüsse aus der Ja. aus der. Was ist denn jetzt los? Was ist los?
draußen ist eigentlich Untergang, Weltuntergangsstimmung, alles schwarz und dunkel, aber die Sonne scheint. Das ist hier, also hier scheint die Sonne, hier ist das richtig, finde ich, noch weniger als gestern. Und es regnet in einer Tour, man könnte meinen, man wäre in England. Ne, regnen tut es eigentlich also, mal von zu. Es ist richtig ekelhaft heute. Aber es hat doch schon gewittert heute hier. Aber hier nur ganz kurz. Aprilwetter das, halt. Das ist richtig ekliges Wetter. Es ist richtig windig. Und wie gesagt, Regen. Wir gehen jetzt aber nicht in den gleichen Raum, wo wir eben waren, weil da werden die jetzt gleich als erstes wahrscheinlich hinlaufen. Jo, lass das Ding irgendwie in die Garage setzen oder so. Nee, oh, das ist blöd. Wir brauchen einen Raum, den man gut absichern kann. Bis zum Ende. Wer hat Wohin den Behälter? Ich hab den. Warte. Hier kann man doch gut absichern. Nein. Was? Also die kommen auf jeden Fall schon hier hinten rein. Sie haben einen Alarmraum aktiviert. Warte, ich höre sie hier. Sie sehen dich. Oh fuck. Okay, lass weg, nicht hier. Guck mal, denkst du, die erwarten das, wenn wir einfach in unserem Raum bleiben? Ich hab, glaube ich, einen geinjured. Lebst du noch? Ja. Ich helfe dir, Mann. Ich weiß nicht, ob ich einen geinjured habe. Rechts! Ein Gegner. Noch einer! Wie eklig. Sehr schön. Und guck mal, wer Erster ist hier. So, ohne mich hätten wir die Runde nicht geholt. Aber ich hab mehr Kills. Oh, das sieht ja nicht. Wie eklig das ja war. Nice, Alter. Ich hab das Ding nur. Ich mach das Ding mal auf, ne? Ja, mach mal auf da. Komm mal her, das Unkraut können wir wegschmeißen. Warum knistert das eigentlich so, als wäre das radioaktiv verseucht? So, eine Runde noch, dann bin ich raus für heute. Jo. Ich hab gar keinen Bock auf. Ich will nicht. Ja, schön, mal wieder die Schule von innen kennenlernen. Du weißt ja gar nicht, wie die aussieht. Ich will's auch nicht wissen. Die ist echt hässlich. Ich überlege nicht immer, ob ich mich mal so just for fun einen Tag irgendwo zur Schule gehe und sag mal einen Tag mitmache. What the fuck? Einfach so just for fun. Dann kann, ich glaube, das geht auch gar nicht, oder? So Abendschule weiß höchstens. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe Schule damals gehasst. So. Warum eigentlich Frost? Einfach nur, weil es gut ist? Weil sie fein hat. Hast du das Schild? Ja. Oh, nein. Jetzt. Gut. So, zack. So, gut, dass du sagst, dass ich das Schild habe. Ich hatte sonst Shotgun und Pistole gehabt, aber jetzt habe ich ihr Gewehr und die Shotgun und das Schild. Ich hatte sonst Shotgun, Pistole und Kamera. Mike müde, Mike geschlafen. Marie muss müde sein, aber wahrscheinlich, weil sie müde sein muss, wird sie die ganze Nacht wach liegen und dann morgen noch müder sein und. Das ist belastend. Ich guck dir ein Video von mir an, dann schießt du ganz schnell ein. Klar, ja. Ich weiß nicht, das von heute. Du meintest, ich schreie. Wahrscheinlich ist das dann eher so, dass ich so aufschrecke. Der General denkt, er wüsste, was das Beste ist. Aber man kann den Menschen ihre eigene Erlösung nicht anvertrauen. Wir sind müssen mal so eine Statistik machen, wie oft die Frau und wie oft der Mann redet. Also jetzt. Der General ist hast du ihn? Hier. Ja. Keller, wir gehen nach unten. Wir sind unten. Wir gehen hier rein. Plätze dein Schild bei der anderen Tür. Warte mal, komm mal zu mir. Oh, die habe ich doch gegeben. Nee, komm warte nicht mal, zu die mir. Kommt schon irgendwo rein. Auf die Pflanze. Nein! Oh, gerade in dem Moment, wo die rauskam, bin ich aufgestanden. Das war wieder so Timing. Okay.
Hey, jetzt bist du ja doch wieder zurückgegangen. Halt doch die Klappe. Einer von uns trägt die Pflanze. Oh, die haben die Kameras gehackt. Die Pflanze wurde verlegt. Wie komme ich hier leise runter? Au. Oh. Einer ist da am Ping. Sharkroom. Oh, ich kann nicht ping. Einer ist Sharkroom. Da kommt er. Kommt schon. Ja, da ist er. Am Ping. Er guckt nach links. Das ist die Doggy-Bee. Die ist jetzt da am Ping. Die kommt durch die Tür. Der Feind hat die Containerposition gefunden. Ah, schade. Die hat auch geschluckt. Das bin ich, aber okay. Spiel. Ah, du hast sie geinjured und sie hat dich getötet. Sie hat quasi getradet. Ja. Das war eine belastende Runde. Ach. Wir müssen ja nicht immer 3-0 gewinnen, wäre ja langweilig. Doch, müssen wir. 3-1 ist inakzeptabel. Fehler werden nicht toleriert. Und wir werden es nicht tun. Die Pflanze wurde aufgehoben. Die sind direkt hier. Pflanze abgelegt. Oh! Da steht einer. Alarmraum aktiv. Getroffen hast. Hä? Ich bin einfach gut? Was für, als ob ich ihn getroffen habe. Ich glaube, an dir kommt er. Ich würde mal sagen, dass der oben ist. Oder auch. Oh, nicht. Ich habe ihn nicht gesehen durch den. Scheiß Smoke, Alter. Dort. Dahinter. Wir entschlüsseln den Container. Vor allem, das geht auch arschschnell. Ne? Die Valkyrie hat voll die Schrotze abgekriegt. Das hat die einfach weggesteckt. Okay, wir werden uns jetzt verbarrikadieren. Und zwar in den Kompressorraum. Ja. Schon wieder da. Da waren wir ja noch gar nicht in diesem Match. Wo waren wir denn erste Runde? Ja, wir über die ganze Map gelaufen. Da haben wir uns da waren wir auch im Kompressor. Nein, wir haben uns dann nicht verbarrikadiert. Stimmt. Der Feind kommt. Heute so. Verteidigt ihr die Zukunft. Sie haben das Gebiet im Blick. Sie sehen mich. Oh, fuck. Ja, wo bin ich denn? Mal werfen, orientieren. Abwehrmittel eingesetzt. Bentley bereit. Was ist? Ein Alarmraum wurde aktiviert. Ihr wachsames Auge kommt. Nicht bewegen. Bewegt mich nicht. So. Oh, in der Nähe. Hier ist was?
Ja, alles gut, klappt. Das ist meiner, du Hund! Warum? Pflanze wird abgesetzt. Unser Container wurde lokalisiert. Mein Kind. Was ist? Ich bin's rausgeflogen. Oh, das ist schlecht. Kann's auch nicht in der Nacht joinen. Kann ich nicht? Lade neues Magazin! Kann ich schon. Nee, kannst du nicht. Wir haben schon einen anderen Mate. Wow! Hintergehst mich einfach. Das ist einfach kein neues. Ich hätte es nicht von dir erwartet. Platziere C4. Ich helfe einem Verbündeten. Eliminiert den letzten. Wo? Lade nach! Der habe ich voll die Schrotze in die Fresse gedrückt. Super. Kriegst du eine Strafe eigentlich? Nee, weil du nicht nachdrehen kannst, kriegst du doch keine Strafe. Die Seherin denkt, wir sind nicht bereit für die Pflanze. Beweist ihr das Gegenteil? Wenn ihr sicher seid, dass ihr gleich gewinnt, kannst du den Frangipus einen Headshot geben? Warum? Da hat mir mein Kill geklaut gehabt. Das ist belastend. Nö. LOL, ich hab jemanden durch die Wand gegeben. Containerposition gefunden. Oh, Mikey. Du bist ein Hacker. Hoher. Als ob du das jetzt ist. Ja, es ist ziemlich. Dazu glaub ich. Mach ich einfach nochmal neu interpretieren. Ja, jetzt ist es relativ aktuell. What the fuck? Der ist so schlecht, ne? Alles, was er kann, ist Kills klauen.
Also noch eine Runde. Ach, wer der da hängt. Der hat was am Tisch geschnüffelt. Mhm. Hä? Nochmal Angriff. Herein. Yay! 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 Ich glaube, ich muss niesen. Tu es! Ah! Alter! Die Rede war von niesen! Nicht die Schule zusammenschreien! Oh Mann, wie sich das angehört hat. Super. Alarmraum ist bereit und scharf. Wir sehen uns. Dieser scheiß Wind. Alter, ich freue mich gerade richtig auf. Mach einfach den Container. Hervorragend. Easy! Easy, Alter! Super! Gut, darauf noch eine Runde. Okay. 8-3, ich bin Profi. Ne? Guck mal hier, ich hab das Ding durch, ich hab die Pille! So, Einladung? Ja, warte. Schilmar. Okay. Hab deine angenommen. Super. Wie bitte soll ich 3 Minuten darüber reden, wie es im Norden bei euch ist? Wenn es nichts gibt. Mikey? Ja? Ich dachte schon, ich wäre schon wieder weg, ey. Toll, wir treten einen laufenden Match bei. Was soll der Scheiß? Ja, finde ich auch richtig scheiße. Runde 2. Aber es passiert irgendwie auch nichts weiter. Mhm. So, jetzt darf man schauen. Kämpft bis zum Ende. Nö, jetzt gucken wir zu. Lade ein neues Magazin. Wollen wir gehen? Da habe ich keinen Bock drauf. Gut. Den Scheiß von anderen Leuten auslöffeln? Nee. Ich bin auch kein Praktikant mehr. Die Drecksarbeit machen. Jetzt laden wir und kommen wieder in das gleiche Match. Nein. Nein. 1, 2, 3. Ja, jetzt kommen wir ins gleiche Match, weil du zu lange gewartet hast. Mm-mm. Wir kriegen ein eigenes. Oh. Warte mal, eigentlich könnte man den Modus ja eigentlich jetzt auch im 1 vs 1 machen. Ja, das macht aber keinen Spaß. Ja, ich weiß nicht, ob das, glaube ich, auch nicht so das Wahre. Immortal, kann ich sagen. Wir haben diesen Modus heute noch keine einzige Runde gewonnen. Verloren. Kein einziges Match. Jo. Wir sind einfach gut. Mhm.
Die erste Runde, das erste Match lief zwar nicht so gut, aber dann wird es immer besser. Muss ja auch warm werden. Ich meine, ich bin immer warm, aber... Ich habe ja gesehen, wie dein Aim in Tomb Raider war. Dabei ist die Heizung auf 5. Meine ist nur auf 3, aber es ist auch kalt. Ja, das erklärt, warum das kalt ist, wenn die nur auf 3 ist. Ja, aber ich quäle mich lieber, als dann zu heiß zu schlafen. Aha. Ja, wenn es so warm ist, mein Büro ist halt auch nicht da, wo ich schlafe, ne? Ja, das ist der Vorteil, wenn man eine Wohnung hat und nicht nur ein Zimmer. Aua. Letzten Atem aus. Doch als ich von der Pflanze hörte, schöpfte ich Hoffnung. Und als ich hörte, dass sie beschützen, empfand ich Wut. Da war der Typ. Empfand ich Wut. Aber den Dialog kannte ich noch nicht. Ja, sei doch noch auffälliger. Gerne doch. Wo sind die überhaupt? Die sind einfach gar nicht. Da ist Stacheldraht und da ist eine sehr schön. Gut, dann lasst mal rein. Ich gehe voraus. Jo. Boah, hast du mich erschreckt, jo. Und mich trifft's, ne? Au. Oh! Ich hab ihn fast selbst in die Luft gejagt! Und du bist auch noch fast reingelaufen! Das ist da in dem Raum. Ich komm hier nicht rein! Weil... Oh Gott! Was zum Fick machst du?! What the fuck?! Gemacht? Du hast uns beide den Tod gerissen. Alter. Und ich dachte schon, wieso sind wir jetzt hier zu dritt? Warum schießt die nicht? Alter, da darfst du niemanden zeigen, ey. Und über mich beschweren. Ich beschwere mich gar nicht. Eieiei. Ja, Abgründe tun sich auf. Der Oryx, der war. Der hatte Rüstung. Und, Du hast ihn gar nicht getroffen. Natürlich! Oder? Musste ich doch, ja. Klar habe ich den getroffen. Nur halt im Hipfire und das war halt nicht gut. Weil der ist so schnell gewesen. Weil da bin ich mich eigentlich nur gedreht wie so ein Beyblade und hab gefeiert. So, wir nehmen das Ding und rennen runter in den Kompressorraum. Jo, lauf. Maggie, hier lang geht das, ne? Ja. Guck mal hier, eine Disco-Kugel. Wenn du dich bewegst, sieht es aus wie eine Disco-Kugel. Ja, nur bei dir. Oh! Scheiße, mach ihn tot! Sie haben den Container. Ich leiste erste Hilfe! Die Pflanze muss weg von hier. So, hier schnell rein und das Ding hier alles präparieren. Mach hier. Jo. Bin dabei. Schon erledigt. So, lass mal den Dings fallen. Warte. Setzen da drauf oder so. Oder kannst du dann versuchen irgendwie. Oh. Pflanze. Tag. Container-Position gefunden. Okay, ich hau hier meine Matte hin, falls hier noch einer durchkommt. Eliminiert so. Den letzten. Sehr schön. Hey, Eliminierung.
voller Schrock, als der Blitz hier weggekommen. Ich hatte das Schild in der Hand. Warum und dann dachte ich so, okay, was? Bevor. Weil ich das halt direkt dahinstellen wollte. Ich wollte halt mit dem Schild in die Tür laufen. So, nehmen wir einen Blitz oder lassen wir es lieber? Warum musst du wissen? Nee, ich kann das nicht. Ey, wenn wir die Runde schon gewinnen, haben wir das Match schon geholt. Wir sind einfach zu gut. Mhm. Du brauchst noch 3 Kills. Aber ich kann sagen, das Scoreboard stimmt noch nicht ganz. Guck mal, was ist das denn? Wie schön ist das denn bitte? 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ja, die 0 zählt nicht. So, und diesmal machst du den Oryx weg, wenn er da kommt. Evo. Super unauffällig vorgehen. Wieso soll ich denn unauffällig vorgehen? Was? Aua. Aua. Alter. Der Legion hat beide seine Granaten verdeppelt. Du hast die gut in der Luft getroffen. Ich bin Profi. Die trifft nicht. Ich wusste, dass er da runtergeschissen kommt. Wie er gerutscht ist? Na, no, aber ich hab sagen, Body Slam. Wow! Luminous Assist. Das nächste, mein Freund, das siehst du schon. Der Luminous Assist ist vom Legion. Oder vom Oryx. Ja, super. Zeit verschwendet. Klasse. Das waren jetzt ganze 10 Sekunden. Er bewegt sich zu viel. Ach, lass ihn doch. Der wird nicht durch das Schloch recht. Tötet er zumindest den Legion, kriegt noch einen Assist. Jetzt durchstoppen. Hey, jetzt habe ich keinen Assist gekriegt. Hast du nicht getroffen? Natürlich habe ich den Legion mindestens einmal getroffen. Ich habe ihn nicht getroffen, ich habe auch keinen Assist. Watch out, der Herr Frost. Ach, da sitzt sie halt in der Ecke. Wie eklig. Da, what the fuck. Wie eklig. Scheiße, es war kein 3-0. Wieder ein 3-1. Ja, verteidigen. Wir gehen wieder unten rein, Kompressorraum. Nein, wieso hat der jetzt Frost? Dann nehme ich Capcorn. Aber Capcan hat kein Schild, egal, brauche ich nicht. Aber Nitro-Handy nehme ich mit. So. Bedrohen unsere Heimat. So, vernichtet sie. Aber wobei, lassen wir mal. Pflanze abgesetzt. Die Frost will hier Sachen machen. Wir bleiben hier. Sagt sie was oder was? Nein.
Aber die verbarrikadiert sich. Nee, du musst deine Treppen zu höher machen. Aber wenn ich sneaken, laufen die unten durch. Nein, die müssen über das Schild springen, mein Kind. Ja, die hat doch gesagt, wo bist du denn mit Schild? Ich bin hier bei dir. Ja, setz ich jetzt da das Ding höher. Wow. Achtet auf die Pflanze. Wow, ich... Ich dachte, du hast das Schild geplant. Was machst du denn? Halt die Klappe! Sie warten. Kommt da rein. Einer von uns bleibt. Es ist noch nicht vorbei. Wow. Woman, respect her. Als ob die Frost das nicht mitbekommen hat, ey. Nächstes Mal bleiben wir auch nicht da. Ja, war ja dumm. Nächstes Mal vertraue ich dir auch nicht. Hä? Ich? Ja, ich bin gestorben, weil du das Schild nicht gesetzt hast. Hättest du das Schild gesetzt, wäre ich im Schutze von deinem Schild gewesen. Du weißt auch, was du sagst, ne? Ich weiß immer auch, was ich sag. Ich habe ein Gewehr und ich habe keine Angst, es zu benutzen. Warum tropft der Scheiß schon wieder? Ich glaube, man kann hier gar keine Teammates töten. Lass es uns austesten. Nö. Ich glaube nämlich schon, weil ich habe Wasser mal gekillt. Tja. Aber das ist, sollte man mal testen. Die Pflanze erwartet schon auf euch. Wo sind sie? Da sind sie. Hi. Nein, ich will dich nicht töten. Okay, man kann doch töten. Ich will dich nicht töten. Tötest du mich oder tötest du mich nicht? Nein. Kann ich dir vertrauen oder kann ich dir nicht vertrauen? Vertrau mir, los. Ich sterbe gleich, ne? Drei, zwei, eins. Ganz ruhig, ich bin da. Wenn du mir jetzt einen Headshot gibst, ne? Alter. Ich kann, hab zwar Team umgebracht, aber ich weiß, wie ich dich töten kann. Keiner darf mir folgen. Im Endeffekt hast du 6 Feinde. Hier ist direkt einer. Oh, der ist oben. Die Smoke war. Schade. Na gut, damit war's dann auch für heute. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr dabei gewesen seid. Hause rennt, Ende. Ende. Gut, das.